Willkommen zurück bei Skyrim. Wir müssen den Jarls irgendwie davon überzeugen, dass wir hier einen Drachen drin fangen wollen. Speichern und hi. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ich muss mich wohl verhört haben. Es klang fast so, als wolltet ihr, dass ich euch helfe, einen Drachen in meinem Palast zu fangen. Ja, das haben wir gesagt. Es tut mir leid, aber das kann ich nicht tun. Wir werden die Drachen eben weiterhin nach besten Kräften bekämpfen müssen. Der Legende nach, obwohl ich nie versucht habe, der Geschichte auf den Grund zu gehen. Jarl Olaf Einauge war das. Er wurde später Großkönig. Es heißt, er habe ihn mit Hilfe eines Schreis bei einem Duell auf dem Gipfel des Antor unterworfen und ihn dann nach Weißlauf gebracht. Numinex war der Name des Drachen. Der Schädel, der den Hauptsaal ziert, ist seiner. Ah ja. Was ihr da von mir verlangt, ist verrückt. Unmöglich. Ihr wollt, dass ich einen Drachen ins Herz der Stadt hineinlasse, ausgerechnet jetzt, wo ein Krieg vor der Tür steht? Leider ja. Es muss einen anderen Weg geben. Das Risiko ist zu groß. Alduin? Der Weltenfresser selbst? Aber wie können wir gegen ihn kämpfen? Bedeutet seine Rückkehr nicht das nahende Ende der Welt? Tja. Ich habe doch nichts von aufgeben gesagt. Also was soll dieser Unsinn? Ihr wollt einen Drachen in meinem Palast fangen? Ja, ist das so schwer zu verstehen, Mensch? Ich will euch helfen, Drachenblut. Und das werde ich auch. Aber zuerst benötige ich eure Hilfe. Natürlich. Ulfric und General Tullius warten doch beide nur darauf, dass ich einen Fehler begehe. Denkt ihr, sie werden einfach tatenlos zusehen, während ein Drache meine Männer abschlachtet und die Stadt niederbrennt? Nein. Ich kann es nicht riskieren, die Stadt zu schwächen, solange ein feindlicher Angriff droht. Es tut mir leid. Dann würde ich euch gerne bei eurem verrückten Plan behilflich sein, den Drachen zu fangen. Aber beide Seiten davon zu überzeugen, einem Waffenstillstand zuzustimmen, wird schwierig sein. Der Hass sitzt zu tief. Vielleicht. Wie wäre es mit den Graubärten? Sie werden von allen Nord respektiert. Hochrodgar ist neutrales Gebiet. Wenn die Graubärte gewillt wären, Friedensverhandlungen auszurichten, dann wären Ulfric und Tullius vielleicht gezwungen zuzuhören. Ach du Scheiße. Ja, Drachenblut. Vielleicht könnt ihr diesen Drachen ein Ende bereiten. Und diesen Krieg mit dazu. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Ich würde mal sagen, wir sind einfach unsterblich. Na gut. Also wir rauf zu den Graubärten. Oh Mann. Hup. Hup. Ja, da will ich hin. Mal gucken, was die dazu sagen. Die halten uns wahrscheinlich auch für total bekloppt. Moment, hier bin ich falsch. Hier ist der richtige Weg. Ah, da sitzt er ja. Hi. Alduin. Wir haben den Drachenfallschrei bis hierher gehört. Habt ihr ihn besiegt? Das habe ich befürchtet.
Ich dachte mir schon, dass er es war, den wir nach eurem Kampf gen Osten fliegen sahen. Wir sind keine Krieger. Was man einem Drachenblut durchgehen lässt, ist anderen Anhängern des Wegs der Stimme noch lange nicht erlaubt. Ihr missversteht unsere Autorität. Die Graubärte haben sich noch nie in politische Angelegenheiten gemischt. Jarl Bargulf will mir erst helfen, wenn der Krieg vorüber ist. Ich verstehe. Der Drache führt euch zu Alduin, aber ohne die Hilfe des Jarl. Genau. Patornax hat sich entschieden, euch zu unterstützen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Es scheint, dass sogar die Graubärte sich dem Atem der Veränderung beugen müssen. Dann soll es so geschehen. Sagt Ulfric und General Tullius, dass die Graubärte mit ihnen reden wollen. Wir werden sehen, ob sie sich noch an uns erinnern können. Möge der Himmel euch leiten. Der Himmel? Ach, herrje. Ist Politik nicht was Tolles? Oh, wirk. Ja, ich hoffe, das geht gut aus. Hopp, 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 hopp. Ja. Palast der Könige. Ulfric. Na, wo ist er denn? Ulfric. Was ist los? Drachen? Die Kaiserlichen haben sich richtiggehend in Weißlauf verschanzt. Wir werden es ihnen bald wieder abnehmen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Seine zentrale Lage ist von entscheidender Bedeutung. Halt! Galmar hat euch doch eine Aufgabe gegeben. Also führt sie aus. Galmar hat euch doch eine Aufgabe. Willst du mich verarschen? Also führt sie aus. Immer schön den Himmel im Auge behalten. Willst? Nee. Galmar hat euch doch eine Aufgabe gegeben. Also führt sie aus. Ey, das ist jetzt nicht... Ey, das kann doch nicht sein. Das kann... Galmar hat euch doch eine Aufgabe gegeben. Also führt sie aus. Oh Mann! Ah, was war das denn? Da müssen wir das jetzt erst machen. Sonst kommen wir hier wohl nicht weiter. Legt euch nicht mit mir an, Spitzohr. Ach, verdammt. Galmar, du Affe. Ah. Schade eigentlich. Was? Bevor ihr nicht von der Schlangensteininsel zurückkehrt, gibt es nichts zu bereden. Ja, ich hab's kapiert. Tja, schade. Da hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das nicht... Ach, Menno. Ich komme da oben gar nicht hin, hihi. Na gut.
Gehen wir jetzt einfach querfeldein durch. Das ist jetzt blöd. Müssen wir erst den Eisgeist besiegen, bevor wir mit Ulfric reden können. Unglaublich. Ich glaube, die haben gerade andere Probleme. Tja, da müssen wir jetzt wohl oder übel erst diesen Eisgeist. Erledigen. Schwupp. Da oben. Da oben müssen wir hin. Okay, Lydia ist da. Los geht's. Speichern. So, tschüss, Eisgeist. Wenn du das Zeichen der Schlange stehst, während er kann einmal pro Tag einen lebenden Fernkampfangriff auf seinen Gegner. Nein. Ach so, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt drunter stehen. Ach, wir hatten den Magierstein, ne? Ja. So. Das haben wir gemacht. Mal gucken, ob wir jetzt... Warum verschwenden wir doch gleich Zeit und schwindende Reserven um einer... Ich bin im Palast für das Kochen und Putzen zuständig. Wir wissen ja nicht einmal, ob sie überhaupt existieren. Ihr lebt. Dann schuldig Ulfric einen Met. Ich muss gestehen, ich hatte nicht erwartet, euch noch einmal zu sehen. Ich habe euch falsch eingeschätzt. Ihr habt eindeutig das Zeug zum Sturmmantel. Wir sollten die Sache jetzt amtlich machen.
Seid ihr bereit, euren Eid abzulegen? Ganz und gar nicht. Dies war eine Prüfung eurer Fähigkeiten und eurer Entschlossenheit. Ich zweifelte daran, dass ihr auch mit dem Herzen bei der Sache seid. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Das respektiere ich. Doch genug der Sentimentalitäten. Es wird Zeit für euch, euren Eid abzulegen. Ja, sind verärgert. Sie unterstützen der unersättliche also. Der Kaiserlichen auf das Silber von Himmelsrand treibt ihren Kampfeswillen an. Doch seid beruhigt. Wir werden Reach für uns gewinnen und es ihren gierigen Klauen entreißen. Es ist auch Zeit, dass sie ihren Blick statt in den Himmel wieder auf unsere blutende Heimat richten. Was wollen sie? Ich habe natürlich den größten Respekt vor den Graubärten. Und die Drachenangriffe werden immer mehr zur Plage. Aber die politische Lage ist immer noch heikel. Nicht alle Jarl stehen voll und ganz hinter dem Plan, mich zum Großkönig auszurufen. Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann dem nicht zustimmen. Es sei denn, Tullius kommt selbst. Die Jarl sollen... Okay. Verlangen die Volksversammlung. Verdammt sei Tullius. Er hat Männer in Rift eingeschleust. Es ist gefährlich, kaiserlich. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. Dann nehmen wir jetzt erst den General und gehen dann nochmal zu ihm. Ich will das noch abschließen hier. Es kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht so schwer sein, zwei erwachsene Leute. Naja. Was rede ich eigentlich? So, Herr General Tullius, ich hoffe, ihr seid vernünftig. Passt auf. Passt selber. Servus. Zaubertränke bekommt ihr in Angelins Aroma. Ich erinnere mich an euch. Aus Helden. Redet mit Lega Drecke. Ich denke, wir könnten jemanden wie euch gebrauchen. Ich verstehe. Dann gibt es nichts mehr zu diskutieren. Falls ihr eure Meinung ändert, redet mit dem Lega. Alter! Die Graubärte? Okay. Was wollen denn diese alten Einsiedler von mir? Warum? Es gibt nichts zu diskutieren, solange dieser Verräter Ulfric sich im Krieg gegen seinen rechtmäßigen Kaiser befindet. Wollt ihr mich verarschen? Sie entwickeln sich zu einem echten Problem. Aber ich wurde nicht nach Himmelsrand geschickt, um gegen Drachen zu kämpfen. Meine Aufgabe ist es, diese Rebellion niederzuschlagen. Und genau das habe ich auch vor. Drachen hin oder her. Na gut. So. Wir treiben die Sturmmäntel momentan zwar ziemlich gut zurück, aber wir sind bereits überlastet. Das kommt davon, wenn man versucht, mit einer Handvoll Truppen einen Krieg zu gewinnen. Wenn mir doch der Kaiser nur die Verstärkung gäbe, um die ich gebeten habe. Naja. Ja. Ja, in Ordnung, ich werde zu diesem Rat der Graubärte kommen. Mag dabei etwas Gutes herauskommen oder nicht? Na also. Ulfric plant einen Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu kurieren. Nein, tut er sogar. Aber... Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. So, zurück zu Ulfric. Meine Güte, wo saß der jetzt? Da. Ey, die beiden, die haben Probleme.
Die beiden haben Probleme. Die Jarl sind verärgert. Sie unterstützen euch nicht alle. Die Jarl sollen verdammt sein. Sie verlangen die Volksversammlung. Verdammt sei, Tullius. Es ist auch Zeit, dass sie... Ich habe eine... Aber die... Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann... Gut. Wir kontrollieren immer noch die Hälfte von Himmelsrand. Trotz allem, was das Kaiserreich uns entgegenwerfen konnte. Ich bezweifle, dass das Kaiserreich noch viel mehr Blutvergießen verantworten will. Ja, ich gebe Tullius noch eine Chance, sich mit eingezogenem Schwanz aus Himmelsrand zurückzuziehen. Und die Volksversammlung soll auch verdammt sein. So, jetzt hoch da. Zu den... Frau auf den Thron setzen? Wieder rauf zu den Graubärten. Und dann würde ich sagen, dass wir hier oben bei denen den Part beenden und die Friedens- oder, was heißt Friedensverhandlung? Die Verhandlung für eine Waffenruhe auf nächstes Mal verschieben. Also, bis, ich sag mal, bis dann, Freunde, macht's gut und ciao.